Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute möchte ich mit euch den Tiny Whoop zusammenbauen. Ja, und schon geht's los. Da haben wir erstmal das Chassis liegen mit den vier Motoren. Und bei den Motoren ist es so ein bisschen wichtig, sehr wichtig sogar, dass wir aufpassen, in welche Richtung wir die montieren. Der grüne Motor gehört also nach vorne links. Also der grüne Motor hat die blau-roten Kabel dran und die anderen beiden Motoren, also es gibt zwei grüne, die drehen quasi, Moment, muss ich mal gerade überlegen, rechts rum und die beiden schwarzen Motoren mit dem weiß-schwarzen Kabel, die drehen also links rum. Das heißt, das sieht dann so aus, wenn ihr die Rotoren quasi seht, dass die vorne aufeinander zudrehen. Ja, so sollte das also sein. Ja, und hinten ist es genauso, nur halt genau seitenverkehrt. Das hat den Zweck, dass man die Drehzahl der beiden grünen Motoren erhöhen kann und die schwarzen Motoren langsamer laufen lässt und dadurch würde sich der Kopter also um seine eigene Achse drehen. Ja, und würde nicht irgendwie anfangen, dann wegzudrehen. Ich kann das jetzt schlecht beschreiben, aber auf jeden Fall müsst ihr das so machen. Das ist wichtig, dass die Drehrichtung der Motoren passt. Ja, und beim Einbau in diesen Tiny Whoop, das Gehäuse, das ist schon ziemlich fest. Also diese Motoren, die muss man schon fest reindrücken. Und damit ich die Welle nicht von dem Motor nicht allzu sehr beanspruche, habe ich halt diese Rotorblätter auch vorher schon drauf gedrückt. Die sind natürlich so nicht vom Handel gekommen. Naja. Gut, jetzt macht der Bob noch so ein bisschen seine Kabel da fest, ringsrum. Das will ich jetzt mal ein bisschen abkürzen, denn das dauert uns sonst zu lange. Ja, okay. Wir werden jetzt also den Kopter nach und nach zusammenbauen. Wir machen jetzt erstmal die Motoren. Und danach werden wir uns jetzt um die Elektrik kümmern so ein bisschen. Da werden wir jetzt ein bisschen an der Platine rumlöten. Und zwar haben wir hier den Flight Controller. Das ist diese kleine grüne Platine. Und da müssen wir die Stromkabel anlöten. Und zwar zweimal Stromkabel. Einmal ein Stromkabel für die Stromversorgung der Motoren und einmal und des Flight Controllers und einmal die Stromversorgung für den Videosender. So. Hier möchte ich noch einmal zeigen, dass also die gleichen Motoren immer jeweils nicht nebeneinander, sondern genau gegenüberliegend sind. Und ja. Hier zeige ich jetzt nochmal gerade, wie der Flight Controller reinkommt. Also Flugrichtung hat einen Pfeil drauf, ein kleiner weißer Pfeil ist da. Und ja, da müssen wir halt sehen, dass die Motoren dementsprechend aufgesteckt sind. In diesem Teil zeige ich nochmal, wie die Kabel angeschlossen werden, aber das war aus dem ersten Versuch, da sind die Kabel noch verkehrt. Anfangs habe ich euch erklärt, wie es richtig gemacht wird. Und ja, dann fangen wir mal an. Erstmal natürlich die Stromversorgung des Videotransceivers, also dieses FPV-Teils, was das Videosignal an die Brille sendet. Und auf der anderen Seite wird die Stromversorgung des FCs mit dem, wo die Motoren auch drüber versorgt werden, angelötet. Ja, also diese Platine hat im Grunde genommen zweimal einen Stromanschluss. Ja. Wäre jetzt bei meinem FPV-Sender jetzt nicht so entscheidend, weil der kann also bis 4S ab. Der 4S heißt also vier Lipos in Reihe geschaltet. Könnte ich da also dran anschließen. 4S sind irgendwo bei 14 Volt in der Spitze. 14,2 glaube ich. Nee, 4,2 mal 4, also 16,8.
Ja, also das, der kann schon allerhand ab, der Sender, und deswegen wäre das jetzt nicht zwingend notwendig, aber dieser Flight Controller hat einen Spannungswandler drinne. Der macht aus diesen Voltzahlen, diesen 1S, das sind ja nur 4,2 oder meinetwegen auch 3,7 Volt. Das ist eigentlich zu wenig für viele Videosender, aber meiner hätte das gekonnt. Ja gut, aber ich habe ihn halt auf die 5 Volt angeschlossen. Ist auch nicht so eine Frickelei, als wenn man da jetzt zwei Kabel auf derselben Stelle anlötet. Tja. Hierbei ist es also ganz, ganz wichtig, dass ihr Plus und Minus nicht vertauscht. Ne? Also das solltet ihr lieber 5-mal als 6-mal und 6-mal als 7-mal kontrollieren, dass das wirklich passt. Ich mache das auch immer wieder mit der Lupe, seht ihr. Ich gucke auch immer ganz genau, ob ich irgendwo eine Brücke gelötet habe oder so. Das ist schon wichtig, weil dann habt ihr dann hinterher die weiße Fahne und dann könnt ihr das vergessen. Tja, das ist mir ja mit meinem anderen passiert. Da habe ich nicht beim Löten, sondern ich habe den Videosender mit Heißkleber auf dem Flight Controller befestigt. Das Problem ist, dass der Heißkleber, also dieser Videosender, wird so heiß, dass das geschmolzen ist, also weich geworden ist der Kleber, und dann hat es einen Kurzschluss gegeben. Ja, Dummheit. Hätte ich wissen müssen, der wird verdammt heiß, deswegen mache ich das bei mir auch anders. Diesmal aber, da zeige ich euch gleich dann. Ja, gelötet ist es jetzt soweit. Wir könnten jetzt im Grunde genommen die Platine so erstmal einbauen. Das ist nämlich jetzt schon, ja, seht ihr, da hat der Bob schon vorgesorgt. Da habe ich so, nee, das ist nichts. Also das, was ich jetzt wegwerfe, das ist eine Rolle Isolierband bei uns aus der Firma. Damit kann man so Heizungsrohre installieren. Habe ich erst genommen, aber auch das wird weich, wenn es warm wird. Ich habe jetzt so Unterlegvlies genommen. Das klebt wunderbar. Hat auf einer Seite so eine Klebfolie. Und das habe ich jetzt auf den Flight Controller geklebt. Und da kann ich dann hinterher meinen Videosender draufklemmen. Werdet ihr sehen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, die Motoren anzuschließen. Ne? Also das ist also das geht gar nicht verkehrt rum. Wenn ihr den Pfeil befolgt und wisst, wo vorne ist bei eurem Copter, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Dann könnt ihr diese Kabel einfach so einstecken, wie es der Flight Controller hergibt. Also vorne rechts, nach vorne rechts, hinten links, nach hinten links und so weiter und so fort. Könnt ihr gar nichts verkehrt machen. Was ich noch immer mache, oder was ich mit der Zeit rausgefunden habe, die Kabel sind immer viel zu lang. Deswegen drehe ich den einmal. Ich drehe den einmal, diesen Flight Controller, um 180 Grad, und somit habt ihr dann in der Mitte so einen kleinen, so eine kleine Kordel gemacht, und die Kabel habt ihr schön unterm Flight Controller liegen. Das ist, müsst ihr natürlich gucken, ob eure Kabel lang genug sind, aber in der Regel ist das, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Dann habt ihr das schön aufgeräumt und müsst da nichts mit Kabelbindern irgendwie festmachen. Ne? So, dann haben wir das auch schon. Dann kann man das Ganze, kann man so ein bisschen sehen. Ne? Da kann man das Ganze schön zusammenbauen. Jetzt noch das Stromkabel da mit reinlegen. Achtung, aufpassen beim Drehen, das Stromkabel nicht mit eindrehen. Ne? Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann alles zusammengeschraubt habe, festgestellt, oh, das Stromkabel ist ja mit eingedreht, war dann zu kurz, klar. Naja. So, die Platine wird mit so Gumminüpsis an das Gehäuse, also an das Chassis geschraubt. Oh Gott. Ja, und da müsst ihr ein bisschen fummeln. Also das ist das Beste, da müsst ihr wirklich Geduld für haben, und dann könnt ihr das machen. Die haben so kleine Aussparungen, diese Gummis. Die kann man also, die Platine hat auch keine Löcher, sondern so Längsschlitze. Seht ihr das? Kann man, glaube ich, auf dem Video ganz gut sehen. Und da werden dann die Gummis so reingedrückt, und die Gummis haben innen ein Loch, und da kommt dann die Schraube rein, und die wird dann in das Gehäuse geschraubt, und so kriegt ihr das dann arretiert. Ja. Rechts, links hat das schon fertig. Jetzt kommt noch
das vorne dran. Dieses, also mein Flight Controller hatte jetzt 4 Anschlüsse, aber das Chassis hat leider nur 3 Schraubenlöcher, deswegen kann ich den auch nur 3-mal befestigen. Reicht aber vollkommen, das Ding geht nirgendwo hin. Alles gut. Ja, dann hätten wir den Flight Controller fest. Wir haben die Motoren angeschlossen und die Kabel für die Stromversorgung sind auch angelötet. Jeweils einmal für den Batterieanschluss zum Flight Controller und einmal die Stromversorgung zum Videosender. So, jetzt müssen wir den Videosender noch auf dem Flight Controller befestigen. Ich habe noch so ein bisschen die Ecken abgeschnitten hier rechts und links ein bisschen, dass das dass das nicht so übersteht und vielleicht auch ein bisschen in die Motoren geht. Ah, ist ein bisschen Fummelei. Dieses Filz ist ein bisschen störrisch. Aufpassen, dass ihr euch die Kabel nicht abschneidet, ne? Das wäre auch ein bisschen ärgerlich, dann habt ihr wieder Löterei. Aber ich glaube, der Bob, der macht das ganz souverän. Ist ja auch klar. Ja, so. Wenn wir jetzt gleich die Ecken abgeschnitten haben, dann können wir den Videosender schön auf dem Flight Controller befestigen. Das mache ich mit so einem kleinen Kabelbinder. Das war eigentlich immer ganz gut. Also zumindest bevor ich angefangen habe, mit Heißkleber irgendwelche Flight Controller zu schrotten. Nein, wirklich, macht das nicht. Einfach so ein Vlies da drunter. Oder irgendetwas, was nicht warm wird oder was beim Warmwerden sich nicht verformt oder kein Spielraum gibt, dass irgendwo der Kontakt zwischen dem Flight Controller und dem Videosender hergestellt werden kann. Das gibt Kurzschlüsse und dann habt ihr das im Eimer, das gelingt. Ja, okay. So, wie gesagt, jetzt muss das ist so ein bisschen Fummelei, jetzt diesen Kabelbinder da durchzukriegen. Der Bob, der fummelt da, glaube ich, auch ziemlich lange dran rum. Ja, gut, wir lassen das jetzt mal so. Da soll er mal ruhig ein bisschen fummeln, kann ich noch ein bisschen was erzählen. Und zwar Flight Controller und der Videosender, den kann man schön zusammensetzen so, aber dann hat man natürlich die Kamera noch nicht fest. Die Kamera, da muss ich mir noch so ein kleines Holz basteln, wo ich die Kamera draufklebe und dann die Kamera separat auch nochmal mit dem Gummi auf dem Ganzen befestigen. Das seht ihr, am Ende ist das dann fertig oder anfangs am Bild. Im Bild habt ihr das schon gesehen, wie es fertig aussieht. Letzten Endes könnt ihr euch auch einen Großteil dieser Fummelei jetzt sparen, denn es gibt natürlich Videosender kombiniert mit einer Kamera und einer Antenne obendrauf. Ich verlinke euch das unten. Genauso verlinke ich euch natürlich auch die anderen Sachen, die ich alle so zum Bau genommen habe. Aber diese Sache, die ich jetzt gerade hier mache, das ist einfach bloß, weil ich die Teile noch hatte und die irgendwie verbauen wollte. Die Kamera war auch nicht, gehörte eigentlich nicht zu dem Videosender und den Videosender hatte ich noch über. Die Kamera hatte ich auch noch über. Das habe ich alles so ein bisschen zusammengelötet und ja, seht ihr ja. Es geht auch, aber ist halt, könnt ihr euch einfacher machen. Ich werde euch eine schöne Lösung unten rein posten, da könnt ihr dann mal gucken bei Banggood und euch da dementsprechend die Sachen bestellen, wenn ihr wollt. Ja, okay. Ich würde sagen, dann könnten wir jetzt im Grunde genommen anfangen, die Kamera zu installieren und wenn die dann gleich festsitzt, dann können wir mal einen Flugversuch machen. Was natürlich noch ist, muss ich noch sagen, also ich gehe heute hier in diesem kleinen Video nicht darauf ein, wie ich jetzt, guck, der hält da so kurz hin, so soll sie also ungefähr kommen, die Kamera, so leicht nach oben muss sie gucken, weil wenn wir nach vorne fliegen, müssen wir den Kopf da leicht nach vorne neigen und dass wir dann eine gerade Sicht haben. Ist bei dieser Sache nicht ganz so wichtig, weil die Kamera ein ziemliches Fischauge hat, also das ginge schon. So, hier habe ich also jetzt den Holzklotz und den habe ich unten ein bisschen ausgespart, dass der schön auf meinen Videosender drauf passt. Ne? Den kann ich dann noch abnehmen, wenn ich dann mal irgendwie was verstellen möchte. Und das Ganze wird jetzt einfach mit dem Gummi da drauf gezwirbelt. Ja, das war im Grunde genommen schon mein ganzes Setup. Was macht er denn jetzt? Du doch doppelt nehmen, du Bob. Nein.
Ja, ich habe es ja selbst gebaut, deswegen weiß ich, was er verkehrt macht. Aber letzten Endes war das sowieso für mich auch gar nicht so einfach, dieses Video zu drehen, weil man immer wieder mal noch irgendwie einen Schritt hat, den man wieder zurückgehen muss und so weiter. Und so diese Fummelei, ihr seht das schon. Man will natürlich weitestgehend alles zeigen, was man gemacht hat, aber im Grunde genommen so wirklich klappen tut das ja nicht, ne? Ich würde es noch einmal drehen, genau so. Und dann da drüber. Seht ihr wohl. Und schon ist die Kamera schön fest. Und wie gesagt, ich möchte nicht auf die Binderei mit der Fernbedienung und mit dem mit dem Betaflight jetzt im Einzelnen drauf eingehen, weil das ist schon so, dass man da verschiedenste Sachen einstellen muss und das Video geht jetzt schon eine Viertelstunde. Ich möchte euch da nicht überstrapazieren. Ich denke, das mit dem Betaflight mache ich in dem nächsten oder übernächsten Video spätestens. Ja? Dann können wir da uns da in Ruhe mal mit auseinandersetzen. Es gibt einige Sachen, die man beachten muss. Zum Beispiel, ich finde das recht wichtig, dass man, ja, hast du schön gemacht, Bob, super. Ich finde zum Beispiel schön, dass man im Betaflight die Stärke, wie viel Einfluss meine Stickbewegungen auf die Bewegungen des Kopters nehmen, dass ich die einstellen kann. Das ist gerade bei dem kleinen Tiny Whoop sehr wichtig. Und ja, auch diese Brushmotoren, also die mit der Bürste, die halten übrigens nur 6 Stunden. 6 Stunden könnt ihr mit diesen Motoren fliegen. Dann sind die hin, das wissen die meisten gar nicht. Ne? Aber gut, 6 Stunden. So ein Akku hält circa 2-3 Minuten mit meinen Motoren. Ich habe etwas stärkere Motoren drin. Und ja, also ich denke mal, bis man das hat, wird so einige Zeit ins Land gehen. Und für eine Bude ist das wirklich schön. Macht Spaß. So, die ersten Flugversuche. Scheint schon, ja, er hebt schon ab. Super. Das ist doch gar nicht so schlecht, ne? Erste Versuch ist natürlich dann gleich abgekackt, klar. Aber ich glaube, der zweite funktioniert schon besser. Und dann machen wir gleich mal so einen Flug durch die Bude. Da melde ich mich aber schon mal raus. Und zum Ende hin werde ich euch wieder den Abo-Button einblenden. Da könnt ihr dann draufdrücken, wenn ihr da noch ein bisschen mehr sehen wollt. Gerade Betaflight und wie das mit der Tyrannus-Binde. Ja. Aber jetzt entlasse ich euch erstmal und wünsche euch noch viel Spaß mit meiner Fliegerei. Ja, also, bitte guckt nicht so genau. Ich habe mein Musikzimmer nicht aufgeräumt, aber ja, das denke ich, wird wohl so gehen. Bis die Tage mal. Ciao, euer Bob.